Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Untersuchung der Burgruine Limberg, die wir hier heute durchführen. Und wie die meisten unserer ersten Untersuchungen ist es eine Untersuchung, die am Tag stattfindet, damit wir das Objekt schon mal ein bisschen kennenlernen, uns umsehen können und uns ein Bild machen können, was uns erwartet. Außerdem sind die sogenannten Grundmessungen oder auch Nullmessungen am Tag meistens am besonders effizientesten, weil da am ehesten zu erwarten ist, dass wenig passiert, obwohl das nicht garantiert ist. An der Stelle möchte ich auch einen ganz lieben Dank ausrichten an den Verein zur Erhaltung der Burgruine Limberg e.V., ganz besonders an den Herrn Streich, die uns heute hier den Zugang ermöglicht haben. Und wir sind deswegen heute komplett allein hier, können uns austoben, ohne dass wir externe Störungsquellen erwarten können. Draußen könnten hypothetisch natürlich irgendwelche fremden Leute unterwegs sein, aber wir werden dann draußen Rundgang machen. Ihr werdet sehen, das wird sich hier keiner freiwillig antun. Wir sind hier gerade durch 10 bis 20 cm hohen Schnee gestapft, weil Gefriertemperaturen haben auch erstmal die Treppe räumen müssen. Ich glaube nicht, dass wir heute mit vielen Besuchern rechnen werden. In der Tat. Genau. Ja, ansonsten, warum sind wir hier? Diese Ruine oder diese Burg hat eine Geschichte von über 700 Jahren, in der tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Dinge passiert sind. Das heißt, hier ist ein relativ hohes Potenzial für Phänomene. Aber was viel wichtiger ist, ist eine Sage, die es hier gibt, von einem sogenannten Schreckensgestalt. Bei dieser Schreckensgestalt soll sich es um eine junge Frau handeln, die in einem Dorf lebte und ein Pflegekind hatte, das sie allerdings verhungern ließ. Und ein verwandter Ritter war dadurch sehr erbost, hat sie mit hier auf die Burg Limberg genommen und in den Kerker, wo wir mal reinfilmen werden, und da verhungern lassen. Und seitdem soll sie hier auf der Burg umgehen, und das werden wir maßgeblich überprüfen. Den Fokus werden wir darauf legen. Zur Geschichte der Burg. Erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 1319 unter den Gräfen der Ravensberger. Höchstwahrscheinlich hat aber schon vorher der Bischof von Minden hier Gebäude gebaut, und noch viel vorher war, wie gefühlt überall, der Herzog Widukind hier gewesen, der wie auch so oft eine Holzlehmburg hingesetzt hatte, die aber zu dem Zeitpunkt wohl schon stark zerfallen war, weswegen dann diese Steinburg hier drauf gebaut wurde. Ich lasse jetzt auch einen großen Teil der Geschichte weg, das kann man hier alles gar nicht wiedergeben, weil es gab haufenweise Schlachten, es wurde hier oft Kriege geführt, die wurde auch oft erobert, wieder zurückerobert, die Herrschaften haben gewechselt. Wer sich dafür interessiert, ich packe da mal ein paar Links in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das dann sehr gerne durchlesen. Ich springe direkt mal bis zum Jahr 1662, da hört nämlich die militärische Nutzung auf. Die Ruine, oder damals war es ja noch keine, die Burg, war halt ein strategischer Posten. Es waren immer bis zu 30 Soldaten dauerhaft stationiert, aber auch Verwalter und Amtsleute. Aber ab dem Jahr 1662 hat sie diese strategische Komponente verloren, war dann nicht mehr so wichtig und wurde nur noch für Verwaltung eingesetzt. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gesagt wurde, die ist so verfallen, wir können die einfach nicht mehr nutzen. Sie wurde dann offiziell, sage ich mal, auch nicht so wirklich weiter genutzt, aber inoffiziell wurden hier noch bis 1805 dann Gefangene gehalten, wo natürlich auch das Potenzial ist, wenn man die Sachen mal kombiniert, eine alte verfallene Burg, ein krasser Kerker und Gefangene. Das ist auch gewisses Potenzial für Phänomene, möchte ich mal sagen. Und dann ist ganz, ganz lange nichts passiert, bis in den 1990er Jahren der benannte Verein sich gegründet und sich der Burgruine angenommen hat und diese seitdem hegt und pflegt. Im Jahre 1989 haben sie den Wohnturm, in dem wir uns hier befinden, restauriert und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich sage jetzt so halbwegs lieber zugänglich gemacht. Es ist aktuell so, hier werden Hochzeiten abgehalten. Dementsprechend werdet ihr sehen, es sind hier auch ein paar Ausstattungsgegenstände, die explizit dafür gemacht sind. An der Stelle aber die Frage an euch, was haltet ihr eigentlich davon? Findet ihr es gut, dass man sagt, okay, so eine alte Ruine, die wollen wir nicht ungenutzt lassen? Wir, ich sage, peppen die ein bisschen auf, machen die moderner, dass sie noch einen aktuellen Zweck, wie hier in dem Fall Hochzeit, dienen kann? Oder wäre es euch lieber, dass man sagt, okay, nichts dagegen, man kann die restaurieren, aber dann sollte man die wirklich versuchen, in den Zustand zu bringen, wie sie historisch höchstwahrscheinlich war, als Andenken? Das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ja, ansonsten nehmen wir euch jetzt mit auf unsere Untersuchung und wie immer wünschen wir viel Spaß. Mal schauen, was wir alles sehen können. Der Wohnturm ist deutlich kleiner, als wir gedacht haben. Und die Außenanlagen sind wegen dem Schnee jetzt auch nicht so gut zu erkennen. Aber wir werden versuchen, euch all das zu zeigen, was wir euch zeigen können. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Viel Spaß!
So, da es heute zum ersten Mal zum Einsatz kommt, möchte ich euch die Thermalkamera kurz vorstellen. Ausführliches Video gibt es wieder bei den Gerätevideos, wenn es hochgeladen ist. Ich packe euch das sowohl oben in die Registerkarten als auch unten in der Beschreibung den Link rein. Und was macht diese Thermalkamera? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Wie ihr seht, ich habe mich jetzt selbst gerade mit der Thermalkamera im Visier und wie ihr sehen könnt, sie macht das, was sie machen soll. Sie zeigt, welche Stellen warm und kalt sind und zwar immer im Verhältnis zum Zentrum, wo das Kreuz ist. Das heißt, mein Kopf dürfte weiß sein, weil es die wärmste Stelle ist, dann dürfte es langsam rot werden und alles, was grün ist, ist so mittelwarm bis gelb, blau ist halt dann ganz kalt. Und das verändert sich halt je nachdem, wo das Zentrum liegt. Wenn ich jetzt noch einen Schritt zur Seite gehe, dann müsstet ihr ungefähr den Erker sehen, wo auch die anderen Sachen stehen. Und da seht ihr im Verhältnis, nur weil es rot manche Stellen sind, heißt es nicht, dass sie genauso warm sind wie ich, sondern das heißt, diese Stellen sind wärmer im Verhältnis zu der Umgebung, die gemessen wird. Was bringt uns diese ganze Geschichte jetzt? Naja, es geht ja von der Energiethese aus, dass Energie an einer Stelle verbraucht wird, das ist nicht der korrekte Begriff, aber so kann man es am besten erklären, und an anderer Stelle dann Energie wieder frei wird. Und diese Umwandlung, diese energetische Umwandlung, geht mit Änderung des elektromagnetischen Feldes einher, deswegen machen wir EMF-Messungen, aber auch thermale Änderungen können vorkommen. Wie ihr vielleicht auch schon bei anderen gesehen habt, die Urbexer oder auch Parapsychologie machen, kommt es manchmal dazu, dass Geräte sich entleeren. Das wäre ein Beispiel für Magnetismus. Aber es kommt auch oft vor, dass die Temperatur sich ändert. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen. Wenn eine Energiequelle, welcher Art auch abgezapft wird, sei es elektromagnetisches Feld oder sei es halt die Raumtemperatur in Form von thermischer Energie, dann müsste diese Stelle kalt werden. Da, wo Energie umgewandelt wird, oder Energie entsteht, wird es wärmer. Das heißt, in der Theorie müsste ein reiner Geist, der an sich selbst gebunden ist an dem Ort, eine kalte Aura haben, wenn er thermische Energie umwandelt, um sich selbst seine Lichtenergie zu emittieren. Wird er allerdings nur elektromagnetische Felder, also elektrische Energie, absorbieren, wird er höchstwahrscheinlich eine warme Aura haben. Und bei anderen Thesen, wenn es nämlich nicht, wo es Geister sind, sondern objektgebundene Sachen wie Waves oder Spectres, da wäre es ja so, dass ein Objekt das Zentrum des Spuks ist und ein Geist quasi nur eine Reaktion von diesem, so eine Art Auslagerung. In dem Fall wäre das Objekt wärmer als die Umgebung ohne normalen Grund und der Geist wäre höchstwahrscheinlich sehr kalt. Das noch grob dazu im Geister-Theorie-Video zur Thermalkamera dann deutlich mehr. Aber deswegen setzen wir die ein, dass wir gucken können, ob wir solche Hotspots hier irgendwo sehen. Ja, ihr seht, der Jan ist schon am Messen. Er hat das K2 und das Hum. Was? Hier ist nix. Ja, trotz Lichtschalter ist da anscheinend kein Strom drauf. Hier ist ja auch Strom. Ich habe die Thermalkamera und schaue mal, ob ich hier irgendwelche Hotspots finde. Das heißt, Coldspots. Ich kann ja schon mal am Anfang sagen, also wir haben ungefähr minus 3 Grad. Genau. Ihr könnt es ja auf dem Hum auch sehen. Warte mal. Na komm. Ja, da. Minus 3,4 haben wir gerade hier. Ja, und hier ist es schön windig. Ihr seht schon draußen den ersten Schnee, aber wenn wir rausgehen, seht ihr noch viel, viel mehr Schnee. Es ist kalt. Ja, es ist sehr kalt. Wir haben hier Spots von 2 bis 8 Grad. Ihr seht vielleicht dieser heiße Spot hier. Das ist so ein Erker. Der ist natürlich besonders gut gedämpft von der Bauweise. Daneben die Säule, die eher kalt ist, mit 3 Grad. Da oben, ja, die grünen Stellen, das sind die Holzbalken, die sind wärmer als das Dach, was auch klar ist. Wir gehen mal in den Erker rein. Ja, ich schau mal kurz weg. Seht ihr hier, kleines Fenster, auch nicht sehr groß. Wie man natürlich erwarten kann, als Zentrum und kalter Spot. So, wir gehen jetzt mal hier rein in diesen Erker, ich nehme mal kurz weg, damit ihr es seht. Da ist natürlich noch so ein paar andere Sachen, die ihr für die Verwaltung benötigen. Ups. So, ja, noch eine kleine Schießscharte, wo ich nicht glaube, dass eine ist. Ich meine, die geht hier, macht den Bogen. Natürlich entsprechend kalt. Ja, ihr seht die Kerze da an der Wand.
Ist auch ein bisschen kälter. Und nicht wundern, ich zeige euch das mal kurz, alle reflektierenden Flächen reflektieren auch Infrarotlicht. Das heißt, die Kamera funktioniert mit Infrarotlicht. Die Gestalten darauf sind natürlich Jan und ich, weil wir einfach reflektiert werden. Das ist also nichts Besonderes. Ja, ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier geht noch so eine Art, ja, Weg, wir sind nicht mehr nach oben. Da kommen wir aber nicht hoch. Da oben ist noch eine Dachluke. Und auch mit der Thermalkamera seht ihr, die Ecke ist halt ziemlich warm. Das Dach ist kalt, wer hätte es gedacht. Da ist der Jan. Und Jan, schon was gefunden? Nee, hier ist nichts. Hier ist nur minus 2,5 Grad, minus 2,8 Grad. Ja. Und ansonsten habe ich einmal jetzt hier, mal kurz hier lang gelaufen. Zieht auf jeden Fall durch jede Ecke hier. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ansonsten. Mal schauen, was ist das? Keinerlei EMF zu erkennen. Egal, wo ich war, auch da vorne war ich schon hier vorne. Ich habe meinen Kopf rausgestreckt fast. auf jeden Fall kalt. Ja. Ja, kalt sehen wir auch gut auf der Thermalkamera. Gucken wir mal kurz hier hoch. Ich muss euch mal kurz ein bisschen Licht machen. Hier seht ihr, ne? So. Seht. Dass man ein Abzug war, jetzt läuft da. Auf jeden Fall eine Sache lang, schwer zu sagen. Ja, auf jeden Fall schön warm, die Luft dämpft da gut. So, jetzt wahrscheinlich interessanter hier. Ups, nee. So, gucken, ob hier noch was drauf ist. Also theoretisch müsste da ja was. Also man kann das auf jeden Fall anmachen. Ja, ja, da war jetzt auch ein kurzes Flackern. Ja, aber auch nur, wenn man den kurz betätigt, ansonsten ist es. An der Stelle muss ich mal direkt sagen, das ist halt der, nennen wir es mal Altar jetzt. Und es war halt so gewesen, dass bei den Umbauarbeiten der Kerker darunter gebaut ist. Wir haben den deswegen auch aufgemacht. Wenn ich jetzt so runterfilme, ihr seht, da ist das Licht an. Man kann das jetzt von hier nicht erkennen, behaupte ich mal. Aber der ist locker 5 Meter tief. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die arme Frau oder alle anderen Gefangenen auch, nicht nur die, die da unten waren. Was das für ein Gefühl gewesen sein muss, wenn man da unten elendig verhungert. Je nachdem, wie gut man genährt ist, früher ja eher nicht so sehr, aber ein paar Wochen hatten die hier schon da unten verbracht. Also das ist ein ganz anderes Gefühl, muss ich euch ehrlich sagen. Ich filme von der anderen Seite. Da seht ihr auch, da ist ein Zugang. Aber da kommen wir nicht rein. Wir werden auch trotzdem versuchen, das zu monitoren. Ich versuche mit der Thermalkamera euch das zu zeigen. Ja, ihr seht, da ist ein Hotspot. Ich nehme die dann direkt, damit ihr seht, wohin es zeigt. Das ist ein Schaltkasten, der da unten ist. Und klar, da ist die Elektrik unten. Das ist natürlich klar, dass es da wärmer ist. Ja, ansonsten nochmal. Ich gehe jetzt mal, nehme jetzt mal die Notseite, ich bin mir nicht sicher von der geografischen Ausrichtung. Aber gebt euch mal den Leuchter. Also der ist doch echt wahnsinnig schön. So, und ich nehme euch jetzt mit auf Tour. Ich habe, genau, der Jan baut um. Und ich habe die Thermalkamera dabei und das K2 nehme ich auf dem Rückweg. Ich werde jetzt aber nur ab und an mal rausholen, um euch ein paar Sachen zu zeigen, damit ihr hier auch mal die Umgebung seht, weil die hier nimmt ja einen Großteil des Bildes ein, ja, ihr seht. Das Geländer ist deutlich wärmer als die Umgebung. Das ist vor allem nicht wunderlich, weil Winter-Wunderlandschaft, und ich versuche euch das mal zu zeigen. Ja, das ist mein Schuh. Also wir haben hier 10 bis 20 cm Schnee bekommen und es schneit wie verrückt. Der Wetterbericht hat leichten Schneefall vorausgesagt. Okay, gut. Aber das ist auch schon ein Panorama wert. War sehr schön, ja. Habe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz ist es arschkalt. Ja. Und hier seht ihr auch die Treppe zum Turm, die wir erstmal ein bisschen geräumt hatten, damit wir überhaupt hier gefahrlos oder einigermaßen gefahrlos hochkommen. Ich werde jetzt auch langsam laufen. Das sieht man auch gut, dass Bäume vergleichsweise
gut Wärme speichern. Und ihr seht mal hier die Anlage von außen. Ich muss noch ein paar Schritte zurückgehen. So, jetzt kriegst du gut ins Bild. Da sind wir gerade drin, Grundfläche 12x12 Meter und da ist fast würfelförmig, das würde ich sagen, von hier aus gerechnet eine Höhe auch von 12 Metern. Ist aber ein bisschen höher, weil wir ein bisschen höher stehen. Ja, und ihr seht eigentlich für das, was da drin ist, da kann man gar nicht viel sehen. So, und jetzt schaue ich mir das mal mit der Thermalkamera an. Was ist denn da? Ach, da ist eine Bäumchen da oben, das hat eine andere Temperatur, okay. Und da links, ah ja, das ist glaube ich, ja, ist auf der Höhe, nee, das ist tiefer, da ist noch was, das schauen wir uns mal an. Ja, ihr seht diese, nennen wir es mal Anomalie im Stein. Die hat auch eine andere Temperatur. Die ist kühler. Anscheinend ist dahinter noch irgendwie ein Loch oder sowas. Ansonsten sehen wir jetzt hier keine Besonderheiten. Hätte ja sein können, dass da noch irgendein geheimer Gang oder so ist. Ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht sicher, wie wir am besten langlaufen. Ich würde mal sagen, wir laufen so rum. Weil, wie ich gesagt habe, Burggraben, den es nicht mehr gibt, also nicht mehr erkennbar gibt, Erdwall, wir stehen hier, wie ihr es gerade seht, auf der Mauer. Ja, wie ihr es seht, ne? Man kann es kaum erkennen durch den Schnee. Das führt halt hier runter ins Tal. Mal der Blick. Und ja. Es ist schon eine schöne Gegend, keine Frage. Aber es ist halt das Äußere wie sehr groß. Schau mal, was wir noch so alles finden können hier. Ganz verschneit am Wegesrand, immer wieder schön sowas zu sehen. Ja, hier ist auch ein Weg, aber jetzt temperaturtechnisch keine Anomalie, die ich nicht verstehen würde. Die Sporen hier im Schnee sehen klein aus, könnten Vögelchen, das gehüpft ist. Aber die Spuren haben ja dieselbe Länge, vielleicht ist es noch ein Hase gewesen. Schwer zu sagen. Es soll noch einen Baum geben, der heißt die Go-Gerichtslinde. Und das war der Ort, an dem früher ja das Gericht getagt hat. Schwer zu lesen mit den ganzen. Das Go-Gericht ab der Angelbeke, der Gerichtsstätte am Limberg, gehört den Herzogen von Sachsen-Lauenburg. Sie verkauften das 15.3 an den Bischof von Osnabrück, der 1664 das Go-Gericht durch Vertrag dem Kurfürsten von Brandenburg überließ. Nach dem Erwerb der Burg Limberg durch die Grafen von Ravensberg um 1309 bis 11 entwickelte sich ein Go-Gerichtsplatz unter einer 1556 erwähnten großen Linde. Unter der Linde wurde das althergebrachte Go-Gericht gehalten. Im 17. Jahrhundert musste der Osnabrücker Go-Graf nach Aufforderung durch den Limberger Amtmann erscheinen und die Gerichtsverhandlung leiten. Das Urteil fällten die Saalhöfer des Amtes Limberg, wobei der Go-Graf das Urteil verkünden musste. Kleiner Mensch, muss er wegmachen, Schnee, Schnee. Ab 1664 war das Go-Gericht der Ravensbergischen Ämter Vlotho und Limberg zuständig. Nach dem Volksmund soll diese Sommerlinde die Gerichtslinde an der Burg Limberg gewesen sein. Der Standort auf dem Burgwall ist jedoch für die Zeit der militärischen Nutzung der Burg Mittelalter wenig wahrscheinlich.
Diese Sommerlinde wurde vermutlich erst im 17. Jahrhundert nach Aufgabe der militärischen Nutzung der Burg auf dem Burgwall am neuen Zugang Erdbrücke im Burggraben gepflanzt. Sie kann bis 1719, als die Gogerichte aufgehoben wurde, für Gerichtszwecke genutzt worden sein. Ja, hier sieht man noch einen Mauerrest, auf dem wir quasi gerade standen. Ich gehe mal von außen rum, dass man das besser sieht. Aber auch der Mauerrest hat die Wärme als Stein relativ gut gespeichert. Ui, ganz schön rutschig. Muss auch aufpassen, dass man hier nicht hinhaut. Ich glaube, wir laufen gerade auf dem Erdwall, der vorgeschaltet war. Der natürlich jetzt noch ein bisschen umgebastelt ist, dass man drauf laufen kann. Aber hier, also ich bin ja wie gesagt kein Winterfan, aber für Winterfans tolle Landschaft. Ja, und da sehen wir die Mauer und dahinter den Wohnturm, in dem wir gerade unterwegs sind. Ich vermute mal, von der Logik war dann hier der Burggraben, wo manche Quellen sagen, dass der Burggraben heute der Wanderweg ist, was an sich aber relativ sinnfrei ist, meines Erachtens, weil der ist eindeutig tiefer gelegen, wenn da noch ein Wall vorgeschaltet war. Der Aufbau hier würde passen. Mauer, Graben, Wall. Aber ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht genau. Hier auch die Tannen schön behangen. Okay. Kann man hier auf der Kamera bestimmt erkennen. Ich hoffe mal, dass das eine Treppe ist. Also wenn es nicht gleich hinhaut, ne? Wisst ihr Bescheid. Okay, es scheint eine Treppe. So, nochmal die Mauer im Rundblick. Ja, hier ist Ende im Gelände. Ich werde versuchen, ob ich da hochkomme. So, das ist jetzt der Berg hochgeklettert. Nochmal die Mauer. Unser Turm von der anderen Seite. Da drüben seht ihr noch einen anderen Mauerrest. Das ist ein Seitenfenster. Auch hier keine echte Anomalie zu erkennen.
Wow, geht ganz schön ab hier. So, jetzt können wir die Seite noch mal. Auch hier. Keine Anomalie. So, wir haben jetzt das Monitoring begonnen und wir machen aktuell zwei Sachen. Hier in der rechten Ecke ist die andere Sony, die den Raum nach links filmt, und das ist die Kinect, die hoffentlich irgendwelche Bewegungen aufzeichnen wird. Mal schauen, es soll ja jemand hier umgehen. Wir haben es nebenbei 14.35 Uhr fürs Protokoll. Den zweiten Aufbau, den wir haben, ist etwas improvisiert, gebe ich zu. Unsere IR-Kamera mit der IR-Verstärkung, die nach unten hier in den Kerker filmt. Und ja, da seht ihr hängen diverse Lichter. Das ist unsere Tripwire. Das ist in Reihe geschaltet, mehrere Paralights. Und beim Ablassen feststellt, ist das so ein bisschen tiefer, als sagt, das sind 6 bis 7 Meter. Und wenn hier eins die Farbe ändert, ja, dann wissen wir, dass da ein elektromagnetisches Feld sich bewegt. Und der Stromkasten, der unten ist, wie ihr seht, ist zu weit entfernt, als dass er hier eine Auswirkung hat. Falls hier jemand ist, du darfst gerne mit uns kommunizieren, dich zeigen, mit uns reden etc. Was du aber nicht darfst, ist uns wehtun. Wir haben hier ein paar Kameras aufgebaut und andere Sachen, damit wir dich sehen können. Gerne kannst du dich bemerkbar machen. Wenn du dich hier davor zum Beispiel bewegst, werden wir das sehen. Aber auch gerne, wenn du diese kleinen Lampen, die da hängen, berührst, wirst du sehen, dass sie anfangen zu leuchten. Und was ich euch schon mal zeigen kann, ich versuche es mal ruhig zu halten. Vermutlich ist es ein perfektes Pendel, der Kronleuchter pendelt. Aber es wird nichts Übernatürliches sein, sondern er liegt genau zwischen zwei Fenstern. Da und da. Und das ist höchstwahrscheinlich Zugwind. Ja, sei gegrüßt. Ich bin der Jan und wir sind heute hierher gekommen, um mit dir, mit euch zu kommunizieren. Wenn also hier eine Entität existiert, kannst du dich bemerkbar machen, indem du zum Beispiel das machen würdest oder so etwas. Du kannst natürlich auch mit mir direkt kommunizieren. Das werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber das werden wir dann rausfinden, wenn ich das nochmal abspiele. Du kannst natürlich auch in die Nähe von diesem lustigen Gerät gehen oder zu jeder einzelnen von diesen leuchtenden kleinen Abschnitten. Dann registrieren wir das auch. So, ich fange dann mal an. Wer bist du? Wie heißt du? Was war dein Beruf? Warst du glücklich? Wie war das Leben auf der Burg? Ganz schön kalt hier, nicht wahr? Wann bist du geboren? Wann bist du gestorben?
Wo befindest du dich gerade? Und das Ding muss ein bisschen... Na komm, was machst du denn jetzt hier? Komm. So, das Problem ist, es muss auch ein bisschen... So. Okay. Das sieht sehr komisch aus. Auf der... Okay. Der versucht gerade deine Beine zu finden und das ist irgendwo hier unten gerade. Ja, ja, das sieht ja dann, wenn er einen Kloß erkennt. Ja, ja. Das ist richtig lustig aus. Alter Ecki, Mann, du bist ein richtiger Stretcher. Richtiger Stretcher. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung so. Er ist jetzt zwar nicht genau, das filmt jetzt ein bisschen schräg drauf, aber. Also, wenn man was erkennen kann, was, wenn was passiert, ist es eigentlich ganz gut. Okay, das ist geil jetzt. Das ist so, als ob hier gerade einer. Du bist gerade nicht auf dem Bild. Und hier spatzt es gerade richtig ab. Hier ist gerade, ob hier einer auf dem Ding drauf fliegt und die ganze Zeit so macht. Will ich jetzt weggehen auch? Ja, komm mal her, schnell. Schnell, guck dir das an. Was? Was ist das? Er kennt irgendwo Körper und Wärme. Aber, wenn ich mal auf der Lichtsache schaue, ist es davor. Ja, das ist irgendwo hier so vorne. Siehst du auch, ne? Ja, klar. Ich bin mir nicht so bescheuert. Aber soll ich einmal durchlaufen? Und warte, warte erstmal kurz. Ja, nur warum macht er das? Da ist ja nichts, was eine Körperform hat und auch nichts, was Wärme strahlt. Seine beide Voraussetzungen erfüllt. Als du da standest, ja, hat er versucht, dich mit den beiden Sachen zu verbinden. Vielleicht hat er das deswegen gemacht. Lauf mal durch. Vielleicht habe ich da einen Fehler verursacht. Komm mal hier richtig davor, genau. Ja, jetzt hast du aus dem Bild geschoben. Okay, das war wahrscheinlich einfach ein Fehler, aber es sah geil aus. Wir können es ja nochmal testen. Okay, pass auf, ich mach weiter. Du hast das hier gemacht? Warte mal kurz, jetzt erkennt er dich gerade nicht. Geh mal einen Schritt zur Seite. Nee, nicht nach hinten, zur Seite. Komm wieder vor. Nach da. Jetzt hat er dich. Ja, wann ist das denn passiert? Während ich da stand, kam das? Als du hier standest, war da unten und da rechts waren so zwei andere Punkte, die haben sich permanent so bewegt. Also, was hat er jetzt versucht? Du verursachst das nicht. Und dann bist du weggegangen und dann hast du nicht mehr das gesehen, was du genau gesehen hast. Okay, dann geh mal weg. Nö. Tausch mir nochmal. Tausch mir nochmal. Was war das? Das war ja irgendeine Anomalie. Genau, geh nochmal rein. Nee, noch nicht. Wähl mal ein bisschen rum. Nee, ich finde er da nicht. Ein bisschen näher ran. Ja, jetzt hat er dich. Okay, das sieht lustig aus wieder. Ja, ja, ja. Der versucht wieder deine Beine zu finden. Jetzt bist du wieder raus. Nee. Und gerade hat er halt hier irgendwie da unten das verbunden und dann hat er irgendwie daraus dann was gemacht. Aber keine Ahnung, was das war.
So, und damit sind wir am Ende unserer ersten Untersuchung angelangt. Als wir jetzt hier vor Ort waren, haben wir nichts bemerkt, außer dass uns sehr kalt ist. Sehr kalt. Besonders im Jan. Und ja, wir haben nur ab und mal gesehen, dass die Tripwire oben reagiert hat und natürlich, dass wir die starke Entladung von fast all unseren Akkus, was wir bisher nirgendwo hatten, hatten. Und ja, mal schauen, ob wir auf den Aufnahmen noch was drauf haben, vor allem als wir runtergefilmt haben, ob da nicht nur oben vielleicht, sondern auch unten eine Reaktion zu sehen ist. Aber ihr seht das gleich in der Auswertung. Wir müssen das Material erstmal sichten. Und dann würde ich sagen, wenn Jan nichts hinzuzufügen hat... Mir ist kalt. Gut. Ein wichtiger Fakt. Nee, ansonsten, lass mich kurz überlegen. Nee. Also war ziemlich ruhig, auch als ich alleine kurz hier war. Wir haben ein paar Fragen gestellt. Aber naja, dafür ist ja die Auswertung da. Ne? Genau. So, damit wir hier nicht festfrieren, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Auswertung. Tschüss. Tschüss. Ja, und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Wie immer haben wir natürlich die Sachen gesichtet, reingehört, ob es irgendwelche Stimmen gab, geschaut, ob wir irgendwas auf der Kamera aufgenommen haben, was wir selbst nicht gesehen haben und nach anderen Anomalien gesucht, die vielleicht beim ersten Blick uns verloren gegangen sind. Aber diesmal haben wir weder Stimmen noch irgendwelche Sachen aufnehmen können, die wir nicht deuten könnten. Natürlich sind ein paar Stimmen zu hören, das sind solche wir gewesen, einer sind ein paar Kinder draußen gewesen, das konnten wir natürlich auch rausfiltern. Aber ansonsten ist nur das drin gewesen, was wir auch vor Ort gesehen haben. Ausgenommen natürlich von der Tripwire. Im Gegensatz zu den Paralights gibt die Tripwire kein Geräusch ab, wenn ein Magnetfeld lokalisiert wird, sondern leuchtet nur. Und da wir nicht die ganze Zeit runtergeschaut haben, haben wir natürlich jetzt auch erst bei der Auswertung gesehen, dass wir insgesamt 11 Leuchtreaktionen gehabt haben. Teilweise auf Stufe 2, also auf grün. Das bedeutet bis zu 1,5 Milligauss. Das ist jetzt nicht besonders viel, nicht besonders stark. Insgesamt verteilt über die ganze Zeit haben wir einen Parascore von 6. Bedeutet von der Einstufung her, es ist zu viel, um zu sagen, dass da nichts ist, aber zu wenig, um konkret zu sagen, jo, da spukt es auf jeden Fall. Schon alleine deswegen werden wir noch einmal dahin gehen und zwar auf eine Nachtuntersuchung. Die besagte Schreckensgestalt, beziehungsweise vermutlich der Geist dieser Frau, den konnten wir weder sehen, noch hat er versucht, mit uns zu kommunizieren. Zumindest haben weder wir noch unsere Geräte dazu etwas aufgezeichnet. Und ich denke, ich kann die Auswertung hier an dem Punkt sehr kurz fassen. Ob jetzt die elektromagnetischen Felder, die gemessen wurden, paranormalen Ursprungs sind, lässt sich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Der Schaltkasten war unten, allerdings war der zu weit weg. Und die Sachen waren zu unregelmäßig. Wir haben insgesamt sogar nur einen einzigen Schalter gefunden gehabt, der überhaupt irgendeine Elektrik betätigt hat. Von daher vermuten wir mal nicht, dass der die Ursache ist. Und was die Kinect angeht, das stelle ich euch zur Diskussion frei. Gerade die Kinect ist immer relativ fehleranfällig. Das sehen aber manche so, andere sehen es so. Deswegen würde ich das gerne für euch offen lassen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass der Fehler so entstanden ist, die Kinect hat mich hinterm Altar gesehen, hat meine Beine nicht gefunden und die deswegen vor den Altar gepackt. Und als ich dann rausgegangen bin, war diese Gestalt zu sehen. Und ich vermute mal, das war der Versuch der Kinect, irgendwie meinen Körper darzustellen. Als der Jan nochmal durchgelaufen ist, konnte er die Gestalt ja auch rausschieben. Von daher würde ich das persönlich jetzt nicht zu hoch einstufen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns würde natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen Spaß dran hattet. Gerne könnt ihr das mit einem Daumen nach oben zeigen, Abo da lassen, ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Und wenn ihr uns natürlich ganz unterstützen wollt, gibt es auch immer wieder den Link, sowohl oben als auch unten bei PayPal. Komplett freiwillig natürlich, wer uns gerne finanziell etwas Gutes tun möchte und die Forschung unterstützen möchte. Dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Wir sehen uns beim nächsten Video, spätestens wenn wir nochmal nachts bei der Ruine unterwegs sind. Und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis.
Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.